Online hat mich zu einer Challenge, ja, nominiert. Diese Challenge heißt YouTuber sagen ihre Meinung. Dazu gab es in diesem Adventskalender schon mal ein kleines Video zu. Klein, eher klein. Und jetzt Teil 2. Heute in einem anderen Spiel, heute Agario. Ich spiele den Planeten hier. Ich würde mal sagen, auf geht's und ich wage mich ans zweite Thema. Block 2. Konnte ich mir ein Thema aussuchen. Da habe ich ein Thema ausgewählt und dazu zu den Fragen, die dort standen, meine Meinung aufgeschrieben und geäußert. Ja, geäußert habe ich sie jetzt, also werde ich sie jetzt in diesem Part hier festgenäuft. Hoffentlich, hoffe ich doch. So, ja, ich bin bereit. Ist bekannt, die Sache. Wenn ihr es noch nicht, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut mal am Anfang des Adventskalenders vorbei, an den ersten Tagen. Ich bin mir gerade nicht sicher, an welchem Tag, aber einer der ersten Tage wird es gewesen sein. Dort kam Teil 1 raus. Heute Teil 2. Block 2. Zwergi, ja, diesen Planeten. So sieht's aus. Ich spiele ein bisschen Agario. Im Hintergrund, während ich die Fragen beantworte. Den Text habe ich natürlich hier außerhalb des Bildschirms, also außerhalb der Aufnahme. Ja, und werde das dann, ja, werde hier ein bisschen sterben im Spiel und die Fragen beantworten. Ja, ein kleines Frage-Antwort-Spiel. So sieht's aus. Thema: erschreckt nicht. Bitte dranbleiben. Haut nicht ab. Es passt aber ganz gut zum Adventskalender. Thema Glaube. Ich habe mir das Thema Glaube ausgesucht und werde da ein paar Fragen zu beantworten. Doch zwei Thema Glaube. Bist du gläubig oder hast du glaubensähnliche Überzeugungen? Und lebst du deinen Glauben oder deine Überzeugungen aus? Oh ja, so viele Fragen auf einmal. Okay. Eine nach der anderen. Okay, machen wir eine nach der anderen kurz nacheinander. Also ja, bin ich gläubig? Ja, irgendwie schon. Also um genau zu sein, sogar ziemlich christlich, also sehr christlich. Also ich glaube an Gott. Ja. Ich bin sehr christlich, ich hab's bloß nicht so mit der Kirche. Also ich glaube an Gott, woran ich aber nicht glaube, ist die Kirche. Ich bin katholisch erzogen worden, also bin ich getauft. Ich bin getauft, gefirmt und zum momentanen Zeitpunkt noch nicht exkommuniziert. Und nun ja, ausgetreten bin ich der Kirche noch nicht. Ich bin also ein mündiges Mitglied der katholischen Kirche. Ja, ich sag's mal so, seit meiner Firmung, das muss so ungefähr gewesen sein, als ich 16 alt war, 16 Jahre, wenn ich nicht komplett irre, ist das also jetzt ungefähr 7 Jahre her. Ja, kommt ungefähr hin. Wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Ja, gute Frage. Seit meiner Firmung ist mir Stück für Stück immer klarer geworden, ja, dass meine Vorstellung davon, wie dieser Glaube funktioniert und wie man ihn ausleben sollte, mit denen der katholischen Kirche etwas auseinandergehen. So kann man es, glaube ich, am besten sagen.
Und ich kann nicht behaupten, dass sich die beiden wieder zueinander bewegen. Eher das Gegenteilige ist der Fall. Spätestens seit den letzten Kirchen- und externen Krisen und Skandalen, von denen ich mitbekommen habe, Stichwort Kommunionsstreit, Stichwort Missbrauchsskandal, so spricht man es richtig aus, bewegt sich diese metaphorische Kluft mit Geschwindigkeit auseinander. Also ich muss zugeben, mittlerweile fällt es mir auch schwer, die Kirche zu besuchen. Das muss ich ganz ernst und das muss ich leider so zugeben, wie es ist. Nicht, dass ich Furcht vor den alten Gemäuern hätte. Also wenn ich unterwegs an einer Kirche vorbeikomme, setze ich mich durchaus gerne mal in eine Bank und spreche im Stillen ein Gebet für mich. Das ist jetzt nicht das Problem. Um es mit den Worten von H.P. Kerkeling in seinem Roman und der dazugehörigen Romanverfilmung zu sagen, also ich bin dann mal weg, heißt der Roman, das Bodenpersonal lässt ein wenig zu wünschen übrig. Leider nicht nur ein wenig, muss ich da sagen. Mit ein wenig könnte ich leben. Also ein wenig zu wünschen übrig, das wäre in Ordnung, damit könnte ich zurechtkommen. Es lässt leider sehr viel zu wünschen übrig, wobei dieser Ausdruck noch eine ziemliche Verharmlosung der Lage ist. Zu wünschen übrig. Naja. Glaubensähnliche Überzeugungen. Joa. Streich das Ähnliche, dann stimmt's. Ich sehe mich durchaus als gläubig. Ich denke, man kann auch glauben, ohne in die Kirche zu gehen. Also, ja, man kann, also, ich bete zu meinem Vater im Himmel, wo es mir gerade passt. Und für mein Leben als Christ brauche ich keine Kirche. So sehe ich das Ganze. Ich habe mich eh schon immer mehr als Christ gesehen als Katholik. Also ich war schon immer mehr, also dieser ewige Streit zwischen dem protestantischen Glauben und dem katholischen Glauben, zwischen evangelisch und katholisch, das habe ich noch nie verstanden, das hat mich schon immer gestört. Ja, seid ihr nicht eines Glaubens, kann man fragen. Also das ist katholisch und evangelisch, das hat mich schon immer gestört, warum Christen untereinander sich überhaupt irgendwie zerstreiten. Also das ist, ja, seid ihr nicht eines Glaubens? Ja, seid eines Glaubens. Ob wir eines Glaubens sind, da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Also ich glaube an Gott. Ich glaube daran, dass es nach dem Tod noch weitergeht. Dass es danach noch nicht finito, Ende aus, Mickey Maus ist. Ich glaube, dass danach noch was auf uns wartet. Ich glaube daran, dass jeder Mensch auf dieser gottverlassenen Welt schon, also egal wie gläubig oder ungläubig, groß, klein, jung oder alt, jeder, so wie er als Mensch ist, als Gotteskind in seiner Art liebenswert ist, einzigartig ist und dass jeder Mensch als von Gott geliebter Mensch das Recht darauf hat, respektvoll und tolerant behandelt zu werden. Und wenn das eine Sünde ist, also wenn das eine Sünde ist, die anderen Menschen tolerant und respektvoll zu behandeln, und wenn das eine Sünde ist und verboten, nur weil ich nicht mehr in die Kirche gehe, ja, dann soll es so sein. Nur weil ich nicht mehr in die Kirche gehe, wenn ich dann kein Christ mehr bin, wenn ich dann nicht mehr katholisch bin, weil ich nicht in die Kirche gehe. Na dann bitte.
auch der letzte dieser drei Fragen beantwortet wäre. Meine Überzeugung lebe ich so aus, wie ich es will. Und ja, meinen Glauben, den lebe ich unabhängig von der Kirche und von der Religion aus. Das ist also, den lebe ich ganz unabhängig aus. Gehören andere Religionen wie das Judentum, der Islam zu dem Land, wo ich wohne? Das ist die nächste Frage. Ja. Selbst natürlich. Das Judentum, der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus, der große grüne Ackel und weil Speck die Monster. Ja, in Deutschland herrscht, soweit ich weiß, immer noch Meinungsfreiheit. Auch Glaubensfreiheit. Der Islam gehört zu Deutschland wie die Weißwurst zu Berlin, zu Bayern. Ja, zu Berlin gehört sie nicht ganz so gut. Ja, vielleicht nicht ganz so, aber ihr wisst, was ich meine. Also, in Deutschland darf jeder glauben oder nicht glauben, was er will. Und das ist gut so. Was nicht zu Deutschland gehört, ist der religiöse Fanatismus und Terror gegen Andersgläubige. Fanatismus, Extremismus, Terror und Faschismus gehören nicht nach Deutschland, aber nicht jeder Gläubige im Islam ist ein radikaler Islamist. Es gibt genauso radikale Christen und radikale Juden auch in anderen Ländern, also jetzt hier nicht vielleicht unbedingt in Deutschland. Es gibt radikale Leute und extreme Leute aller Religionen. Es gibt ja genauso Atheisten, die auf ihre Weltanschauung heraus Gewalttaten begehen. Auch sie glauben an etwas und begehen ihre feigen Taten für ein sogenanntes höheres Ziel. Extremismus in jeglicher Sicht und in jeglicher Art ist absolut etwas Schlimmes und ist ein Problem. Also Extremismus jeglicher Art ist ein Problem und jeder Terror gehört verurteilt und bekämpft. Ob rechts oder links, religiös oder politisch motiviert, das sollte keinen Unterschied machen. Es ist genauso unsagbar schlimm, wenn aus einem religiösen oder aus einem ja, nicht religiösen, politischen vielleicht Grund Attentäter gemacht werden. Hass führt nur zu Leid und zu schrecklicher Qual. Das kann man schon so sagen. Ja. Ich habe auch absolut kein Problem mit anderen Religionen. Schon gar nicht mit Personen dieser Religion. Für mich gehört das einfach dazu zum Leben. Man muss andere Ansichten, Meinungen und Weltanschauungen tolerieren. Man muss die Persönlichkeiten, andere Persönlichkeiten neben der eigenen Überzeugung, neben der eigenen Anschauung akzeptieren, ertragen. Toleranz kommt schließlich aus dem Lateinischen tolerare und bedeutet so viel wie erdulden, ertragen, erleiden, also aushalten. Als toleranter Mensch muss ich die Meinung der anderen aushalten. Ich muss sie nicht mögen. Ich muss deiner Meinung nicht zustimmen. Aber ich muss sie zumindest ertragen. Ich muss es neben meiner Person stehen lassen. Gab es mal kritische Momente, bei der ich wegen des Glaubens diskriminiert wurde? Da kann ich sagen, nein. Also ich persönlich wurde noch nicht bisher, zum Glück bisher noch nicht wegen meines Glaubens diskriminiert. Ich wurde schon wegen anderer Sachen diskriminiert und benachteiligt. Wegen meiner Religion aber nicht. Es gibt andere Menschen, denen ich begegnet bin, die für ihren Glauben Diskriminierung und Intoleranz ertragen müssen. Für sowas habe ich kein Verständnis, also für Diskriminierung.
generell, also für Diskriminierung des Glaubens. Absolut kein Verständnis für sowas. In einer Gesellschaft, in der wir miteinander und gemeinsam zurechtkommen müssen, ist Akzeptanz des Gegenübers und das Erdulden der anderen Meinung notwendig. Für Diskriminierung und Intoleranz ist in dieser Gesellschaft absolut kein Platz. Das sehe ich so, wie es ist. Es gibt keinen Platz für Intoleranz in dieser Welt. Und wie es aussieht, jetzt die letzte Frage in dieser Fragerunde. Soll das Ausleben eines Glaubens noch privat sein? Anstatt staatlich, zum Beispiel Feiertage? Die Frage. Ja, was spricht denn gegen Feiertage, kann ich da nur sagen. Vielleicht da nur zurückfragen. Das Ausleben eines Glaubens, natürlich ist das in gewisser Weise privat. Aber ja, was wehrt denn nicht gerne freie Tage, denen er auspennen und frei haben kann? Es gibt ja jetzt einige Personen und Parteien, die das Ziel haben, die Feiertage abzuschaffen. Wie weit sie mit diesen Zielen kommen werden, das steht auf einem anderen Blatt. Also, ich für meinen Teil würde meine Feiertage schon gerne behalten. Sind ja eh jetzt schon viel zu wenige. Ich bin ja dafür, einige Feiertage noch dazu zu nehmen, also noch einige Feiertage einzuführen. Ich habe mir sagen lassen, dass Chanukka gleichzeitig mit Weihnachten stattfindet, ungefähr gleichzeitig. Das wäre ein bisschen unsinnig, das da noch zusätzlich einzufügen. Aber am Welttag des Geldes ist ja auch ein Glaube. Also Geldnachten könnte man ja mal machen. Das ist ja der Glaube mit der größten Ausbreitung in Deutschland gerade unbedingt und in der Welt. Also der Glaube an das Geld, das ist der bekannteste und größte Glaube. Also ja, also mir liege es fern, das einen Irrglauben zu nennen. Also ich nenne andere Glaubensrichtungen nicht Irrglauben, aber ihr wisst, wie man das sagen kann. Also das ist, ja. Ich würde es nicht Irrglauben nennen. Aber ja, es gibt viele Leute, die an das Geld glauben. Oder der Welttag des Bieres. Es gibt so viele Ereignisse, die sich gut als Volksfeiertag anbieten würden. Ja. Welttag des Buches vielleicht auch. Also Welttag des Bieres, Welttag des Geldes. Kann man noch mal einführen als Feiertag. Kann man mal schön feiern. Oder ja. Den Geburtstag unseres neuen Führers Bernd Höcke. Das ist ja auch bald dran. Das ist ja auch bald wieder dran. Das kann man ja dann auch. Das muss man ja dann auch bald feiern. Oder wir führen einfach alte Feiertage wieder ein, die sich ja schon bewährt haben. Den Tag der Republik. Das ist der, das, das, das wäre doch, das kann man auch schon, kann man auch mal wieder feiern. So, ja, dann haben wir das Thema auch mal. Vielleicht mit einer kleinen Note Humor hinten dran abgeschlossen. Ich ziehe meine Fratzen noch am Ende, um das Ganze ein bisschen nicht so ernst abgeendet. Na doch, doch, also das mit den Feiertagen war mein Ernst. Also ich will wirklich neue Feiertage eingeführt haben. Also das finde ich gar keine so schlechte Idee. Also das kann man wirklich schon mal machen. Das war kein Witz. Neue Feiertage, warum nicht? Es gibt ja auf YouTube zwei Tabuthemen, über die man als YouTuber bloß nicht reden sollte. Das ist A, der Glaube und B, Politik. Damit habe ich jetzt in meinen zwei Videos zu dieser Challenge über beides geredet. Ja, damit hätte ich beide Tabus gebrochen hier auf YouTube. Ja, dann kommen wir nur noch zu den Nominierungen. Die müssen hier sein bei einer Challenge, damit die Challenge auch noch weiterleben kann.
Ich finde es durchaus eine gute Challenge, die kann weiternehmen. Also nominiere ich hier ein paar Leute. Ich nominiere den Let's Play Markus. Ja, ist bekannt. Kann er ja mal zum Thema machen, wenn es mal wieder einen Part gibt in einem Let's Play, in dem nicht so viel los ist. Kann man ja mal nebenbei mal drüber reden. Muss man jetzt nicht Agario spielen, sondern mal in einem Part, wo es halt, ja, wo es halt nicht so viel zur Sache geht. Kann man das mal zur Challenge machen. Ich nominiere den Prof. Den Prof nominiere ich, damit er mal ein Video auf seinem Kanal hat. Damit er mal ein allererstes Video hat. Kann er mal machen. Die Black nominiere ich. Blackburn Oral LP. Weil das letzte Meinungsvideo, was ich von ihr gesehen habe, zu Artikel 13, war das Meinungsvideo, was auf meinem Kanal online gekommen ist. Das war gar nicht schlecht. Das war ganz gut. Das kann sie gerne wieder machen. Und die Marmeladenoma, die nominiere ich. Soll der Enkel Yannick mal mit ihr machen. Will auch was Gutes für einen Vlog. Kann sie mal in einem Vlog ihre Meinung sagen. Ja, die Fragen und die Themen schreibe ich nochmal in die Videobeschreibung. Also könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken, wenn es da reinpasst. Wenn nicht, kommt ein Kommentar, der angepinnte Kommentar. Also entweder Videobeschreibung oder angepinnter Kommentar. Da sind die Fragen drin. Da müsst ihr euch dann zwei aussuchen. So sind die Regeln. Also zwei Fragenkomplexe. Ein Fragenkomplex aus dem ersten Block und eins aus dem zweiten Block und das dann beantworten, so wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ja, und die Nein, die will ich nochmal zurück nominieren. Die nominiere ich an dieser Stelle zurück. Die soll noch ein zweites Video dazu machen. Die soll noch zwei weitere Themen sich aussuchen. Zurück nominiert. Das geht, oder? Ja, das geht. Jetzt geht es. Nein, neues Video. Zwei weitere Themen. Hast mich nominiert, ich nominiere dich zurück. Du bist dran. So, dann bleibt nur noch zu sagen, damit ich noch umgesetzt euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht das nächste Video auf meinem Kanal verpassen wollt. Auf diesem Kanal geht es morgen auf jeden Fall weiter mit einem neuen Adventskalender-Türchen. Und ansonsten weitere schöne Videos auf meinem Kanal. Also bleibt dran. Schaut auch morgen wieder rein oder schaut auch heute wieder rein. Gibt vieles zu sehen auf meinem Kanal. Ja, drückt mich noch oben. Abo, habe ich schon gesagt. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich und haut dran. Ciao, ciao.